So, willkommen zu World of Tanks. Wir spielen den April-Scherz, den Karl. Mit dem 8-Bit Legendary, keine Ahnung, Cutter, weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ja, ich habe gerade mal Lust, eine Runde. Ich probiere das gerade mal ein bisschen aus. Ich fahre mal dem hier hinterher. Probier's mal kurz. Lolz. Also, nicht darauf schieß. Okay, dadurch kann ich nicht durch. Schießt einer. Fährt einfach dahin. Ah, so, das sind Büsche. Wie gut. Wie gut das ist, wie gut das ist. Wie gut es einfach nur ist, wie gut es einfach nur ist. Oh, und dem ich hinterher von wollte, das ja direkt mal holen lassen. Das finde ich so geil. Ich bin welche wirklich artig mit dem Ding. Oh, kurz. Ich soll mich nicht selbst anschauen. Au. Au, au, au. Au. So ein Bullshit. Oh, das schießt echt wieder. Wenn du einmal drin bist, bist du drin. Das. Ach, oh, wir haben einen AFK dabei. Ach, Mann, Leute, wenn ich in den Fun-Modus gehe, dann könnt ihr doch nicht AFK gehen. Das ist doch Quatsch. Jetzt muss ich warten, bis die Runde vorbei ist, damit ich nochmal spielen darf. Schau mir ein bisschen zu. Was macht denn hier der Kritzen? Anscheinend ist Campman eine ganz gute Variante. Hat sich selbst angeschossen. Schieß doch. Typi. Das ist Arti. Was? 300? Alter, heftig. Ja, damit war's vorbei. Die Dülülüte, also das Einnehmen von der Basis ist ja auch mal geil. So. Oh, ich habe sogar 600 Schaden gemacht. Kriegt man irgendwas? Da kriegt man ja gar nichts dafür. Doch, Belohnung. Karl Top 5, 5000. Kriegst du wahrscheinlich sogar ganz gut Geld. Weil du nichts verbrauchst. Ich will nochmal fahren. Allerdings verstehe ich gar nicht, warum das nicht in den Zug gehen soll. Die 30 Sekunden am Anfang sind totaler Quatsch. Aber man könnte sich auch rechts und links durchschießen, theoretisch. Wenn man will. Wäre jetzt nicht meine Reichweite so generell. Von der Artie. Wow, halbe Map. Das ist nicht so schlecht. Wirkungstreffer!
Der ging voll durch ihre Jawohl. Panzerung. Wirkungstreffer. Der war weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das war Die knapp. Geschosse fliegen echt langsam. Muss ich mal so sagen. Also es ist, ich glaube, die beste Taktik, sich ein paar hinten aufstellen zu lassen und den Rest vorgehen zu lassen. Wirkungstreffer. Boah, 1500 Schaden habe ich schon mal. Komme ich nicht. Zumindest nicht gut. Ach, geh weg. Ich will hier durch. Ich will 6-3, Leute. Fahrt zurück. Oh, Leute. Ehrlich. Das ist ein schlechter Scherz. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Wir sind ja hingekommen. Oh, hat keiner drauf geachtet, dass er auf der anderen Seite durchgefahren ist. Och, Manu. 2700 Schaden. Karl Top 5. 1500 sogar noch gescoutet hier. Map. Nochmal eine Runde. Das muss doch irgendwie gehen. Also, wie es geht, die Taktik ist ziemlich klar. Ein paar müssen scouten gehen und der andere muss nach hinten schießen. Damit man möglichst konzentriertes Feuer hat und dort einen nach dem anderen rausnimmt. Ob es hierfür auch irgendwelche Statistiken gibt, wie Effizienz und sowas? Bäm. 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 Also der Erpresche ist echt mal nett. Den spielen wir uns dann dauerhaft einbauen. Am besten auch mit Zügen und sowas. Das wäre echt cool. Los geht's. Die scheinen davon durchrushen zu wollen oder was? Der fährt erstmal darüber. Okay. Das war 1-1. Der sollte sich nie selbst abschießen, du Trottel. Kann auch keiner von uns sein. Das war knapp.
gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das hat irgendwie nicht so gut. Oh. Die haben echt einen steilen Winkel. Ach, fuck, die stehen nur da drüben. Ach, der hat zu mir geguckt. Ah, oh, Mann, da stehen halt wirklich welche hinten und campen sich ewig keinen Wolf. Nie schön. Na, das ist. Das Spiel ist lustig, aber da hätten sie keine Arti nehmen sollen dafür. Das wäre mit dem Medium-Panzer lustiger gewesen, mit der Mechanik von dem Medium-Panzer. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Genau, schießt euch gegenseitig kaputt. Volltrottel. Ist ziemlich camperlastig, muss ich mal so sagen. Ist ein Witz, aber. Top 5. Ich weiß nicht, kriegt man irgendwas, wenn man mal Erster wird und ich vielleicht auch mal gewinnt? Das wäre cool. Wenn mein Team hat, der gewinnt. 74%, na, da bin ich immer gespannt. Ich glaube, das hat ja gar nichts zu sagen, weil hier alle nur rumtrollen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da zur Seite komme oder da außen rum fahren kann. Und auf jeden Fall nicht so einfach stehen bleiben. Los geht's! Das ist wieder eine komplett grüne Statistik. Hilft nur nie. Doof. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Kritischer Treffer! Ich war wahrscheinlich gar nicht entdeckt bis jetzt. Na, ja, ich treffe ihn dort nicht. Mann, ist das ein kleines Ding. Erwischt. Wirkungstreffer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Woll. Fehlt noch einer. Na, wo ist der Botter? Ich könnte mal gewinnen. Ich könnte mal gewinnen hier. Habe ich gar nicht viel Schaden gemacht diesmal. Die Runden, die ich wenig Schaden mache, gewinne ich nie. Komisch. Aber die killen sich schon gegenseitig, oder? Nee, war's nie. Und? Operation Nostalgie, Leistung auf dem Schlachtfeld. 5000. Friedlicher Karl, Operation Nostalgie. Abschüsse 0, gewinnen Sie das Gefecht.
Okay. Aber für alle Gefechte im Zeitraum am 1. bis 3. wird nur in Zufallsgefechten verliehen. Okay. Sehr gut. Aber in mehr als Top habe ich immer noch nie. Sprich, ich habe jetzt einen Wehrpass. Zusammenfassung? Nee, Auszeichnung muss ja irgendwo drin sein. Erinnerungsabzeichen. Ration Nostalgie. König des Hügels, sind der einzige Überlebende in einem Panzer oder Jagdpanzer. Aha. Wird nur Teamgefechten verliehen. Okay. Operation Nostalgie. Gewinnen Sie ein Gefecht gegen den Osaka. Sehr gut. Ja, das war's dann damit sozusagen zum Showcase von Karl, wenn ihr ihn hier gerade seht. So prächtig und mächtig, wie er hier vor euch steht. Der ist eigentlich ganz schön groß, wenn ich mal so vergleiche mit so einem T29. Ist er relativ groß, aber auf der Karte wirkt er irgendwie nicht mehr so. Naja. Danke fürs Zuschauen und bis bald.